größte Enttäuschung für mich war, nach dem fatalen Saisonstart von Beşiktaş, nur die Erkenntnis, dass die Liga meines Heimatlandes dies Jahr genauso langweilig sein wird wie auch in den letzten 3 Jahren, trotz Millionen, die erwirtschaftet werden. Warum die aserbaidschanische Liga zu den langweiligsten gehört, aber Potenzial hat, eine sehr gute zu werden, versuche ich euch nach dem Intro zu erklären. Es werden 2 Teile der Videoreihe sein. In dieser erkläre ich euch erstmal die Probleme, die in der Liga herrschen. Viel Spaß! Die erste aserbaidschanische Liga ist Premier Ligasse und wurde 1992 nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion das erste Mal ausgestrahlt. In der UEFA 5-Jahres-Wertung kommt die Liga auf Platz 26, hinter der polnischen Liga und vor der israelischen. Neben der Liga gibt es noch den Landespokal namens Aserbaidschan Milli Futbol Kuboku, welches auch 1992 eingeführt wurde, aber auch schon während der Zeit der Sowjetunion gab. Kennt ihr Mannschaften aus Aserbaidschan? Falls ihr euch mit dem Thema beschäftigt habt oder auch die letzten Jahre Champions League oder Europa League verfolgt habt, werdet ihr eventuell den Namen Karabach gehört haben. Das wäre kein großes Wunder, denn Karabach wurde in den letzten 5 Jahren hintereinander Meister und ist derzeit mit Abstand die beste Mannschaft im Land. Hier könnte man auch schon denken, dass das einer der Gründe ist, warum ich diese Liga so langweilig finde. Aber man könnte auch behaupten, dass die Bundesliga auch spannend ist, trotz der Meisterserie der Bayern. Jedoch kommt es dazu, dass es in der ganzen Liga nur 8 Mannschaften gibt. Richtig, nur 8 in der gesamten ersten Liga. Naja, selbst da könnte man sagen, wenn jeder dieser 8 Mannschaften zu verschiedenen Großstädten angehören, könnte es zu spannenden Spielen kommen, zu spannenden Auswärtsfahrten und zu spannenden Derbys mit vollen Stadien. Warum das nicht so ist, werde ich euch jetzt zeigen. Das sind die 8 Mannschaften der ersten Liga. Und auf der Karte habe ich euch 3 Städte markiert. Einmal die Hauptstadt Baku, einmal Sumgayit in blau und die kleine Stadt Gerbella in grün. Jetzt ratet mal, welche Mannschaft welcher Stadt angehört. Man könnte erraten, dass FK Gerbella zu Gerbella gehört und Sumgayit FK zu Sumgayit. Aber was mit den restlichen 6 Mannschaften? Tja, die spielen alle in Baku. Könnt ihr verstehen, warum ich die Liga so extrem langweilig finde? 6 von 8 Mannschaften sind aus derselben Stadt. Und das sind auch die Mannschaften, die finanziell am stärksten sind. In der Liga spielt jede Mannschaft 4-mal gegen jede Mannschaft. 2-mal heim und 2-mal auswärts. Das bedeutet, dass wir 20 Spiele sehen, wo Mannschaften aus Baku gegeneinander spielen. Natürlich kommen dann auch kaum Leute ins Stadion, denn wie sollen so viele Mannschaften aus derselben Stadt Fans finden? Vielleicht sagen dann manche von euch, ja gut, dann sollen halt Mannschaften aus anderen Städten aufsteigen, wenn sie das Potenzial dazu haben. Wenn das mal so leicht wäre. Springen wir in die zweite Liga und gehen in die Saison 2016-2017 zurück. Nach dem 26. Spieltag steht auf Platz 1 der Verein Turan Tovus, ein Traditionsverein, welches 1992 gegründet wurde und den Spitznamen Bozkurtlar besitzt. Der Verein wurde 1994 Meister und spielte auch schon in der Europa League, wo man 1995 gegen Fenerbahçe verlor und ausstieg. Es ist ein Verein aus einer Stadt mit gerade mal 14.000 Einwohnern. Umso mehr freut es die Leute, gegen große Mannschaften aus Baku zu spielen. Die Freude war groß, dass man endlich wieder in der ersten Liga spielen konnte. Auch die Fans von anderen Mannschaften waren begeistert, dass es endlich eine Mannschaft gibt aus einer anderen Stadt. Bei der Aufstiegsfeier waren auch Politiker aus Baku da, die bekannte Turanisten sind, da der Verein diese Werte widerspiegelt, was man auch am Namen und dem Logo des Vereins erkennen kann. Aber was passierte? Der aserbaidschanische Fußballverband verweigerte den Aufstieg, da die Mannschaft nicht die Forderung erfüllt, um in der ersten Liga zu spielen. Also stieg der Zweitplatzierte auf. Und welche Mannschaft war zweitplatziert? Der Sabail FC. Und aus welcher Stadt kommt der? Richtig, aus Baku. Aber das ist nicht das erste Mal, dass sowas passierte. Ein Jahr davor wurde eine Mannschaft aus Neftchala Erster in der zweiten Liga. Durfte diese aufsteigen? Nein. Dieser Verein wurde bereits 2014 Meister und doch da verweigerte man den Aufstieg. Konnte stattdessen der LK Arsu aufsteigen, der Zweiter wurde? Nein. Es stieg der Drittplatzierte auf, der FK Ravan. Aus welcher Stadt wohl diese Mannschaft ist? Genau, aus Baku. Ein Jahr davor stieg sogar mal eine Mannschaft auf, die nicht aus Baku war, und zwar Aras Nachtschivan, aus der Autonomen Republik Nachtschivan. Diese jedoch stieg aus allen Spielbetrieben aus, da man dem Verband und den Schiedsrichtern fortgesetzte parteiische Schiedsrichterentscheidungen vorwarf. Das ist nicht das einzige Mal, dass Mannschaften aus Protest dicht machten. 2016 zog sich der Verein Khazar Lankaran zurück, da der Verband ihnen die Lizenz verweigerte für die nächste Saison. Es war eine der größten Mannschaften mit einer der besten Fankulturen aus Aserbaidschan.
Somit ziehen sich immer mehr Traditionsvereine zurück und es werden immer neue Mannschaften aus Baku gegründet. Das sieht man auch in der ersten Liga. Der FK Sabah wurde 2017 gegründet, Sira 2014 und Sabai 2016. Der größte Traditionsverein bleibt Neftchi Baku, die 1937 gegründet wurden und Rekordmeister Aserbaidschans sind. Vereine außerhalb der Hauptstadt haben keinerlei bis wenig Chancen hochzukommen, denn ihnen fehlen die finanziellen Möglichkeiten. Die großen Firmen und Sponsoren haben alle ihren Sitz in Baku. Damit werden auch nur die Mannschaften aus Baku gesponsert. Selbst wenn es eine Mannschaft schafft aufzusteigen, werden diese vom Verband verweigert, da die Infrastrukturen als nicht ausreichend betrachtet werden. Das erkennt man auch an einem anderen Beispiel, und zwar dem Verein Kapas Ganja, einem Traditionsverein aus der ehemaligen Hauptstadt Ganja. Die Mannschaft wurde 1959 gegründet und spielten bis 2018 in der ersten Liga und gewann diese auch viermal und konnten auch daneben noch viermal den Landespokal gewinnen. Die Mannschaft ist die mit der höchsten Zuschauerquote. Denn wenn Mannschaften aus Baku es nur schaffen, 1000 bis 3000 Zuschauer ins Stadion zu locken, schafft es Kapas jedes Mal 15.000 Zuschauer ins Stadion zu holen. 2017-2018 stieg die Mannschaft ab und seitdem ist die Mannschaft in Versunkenheit geraten, denn es fehlt an finanziellen Möglichkeiten. Das liegt auch an den fehlenden Sponsoren. Während zum Beispiel der Rekordmeister Neftchi Turkish Airlines unter anderem als Sponsor hat, hat Kapas keinerlei Trikotsponsoren. So geht es vielen Mannschaften außerhalb der Hauptstadt. Das war der erste kurze Einblick über die Liga Aserbaidschans. Warum die Liga trotzdem extrem hohes Potenzial hat, um eine spannende Liga in Zukunft zu werden und welche Mannschaften besonders interessant sind, erfahrt ihr in 2 Tagen im zweiten Teil der Videoreihe. Um nicht zu verpassen, würde es mich freuen, wenn ihr ein Abo dalasst und die Glocke aktiviert. Über einen Daumen nach oben und einen Kommentar würde ich mich auch sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.